Janette Virgin Schauspielerin, nach Staffel 5 ist Schluss. Jetzt müssen alle Fans der Dramedy-Serie Janette Virgin stark sein. Bereits seit 3 Staffeln verfolgen zahlreiche Zuschauer das verrückte Leben der vermeintlich ewigen Jungfrau Jane Gloriana Villanueva und ihrer Familie. Eine vierte läuft bereits am US-Fernsehen. Die Schauspielerin Gina Rodrichs, 33, die die quirlige Hauptfigur von Anfang an verkörpert, verriet jetzt Details zur weiteren Zukunft der Serie, die das Publikum traurig stimmen könnte. Es wird wohl eine 5. Staffel geben, danach heißt es aber von den liebgewonnenen Charakteren Abschied nehmen. In der neuesten Staffel der Soap feierte die 33-Jährige nämlich ihr Debüt als Regisseurin. Bei einem Event in Austin, Texas am vergangenen Sonntag äußerte, dass sie gerne bei weiteren Episoden Regie führen würde. Im nächsten Jahr, für unsere finale Staffel, wird sie von The Hollywood Reporter zitiert. DCW, der verantwortliche TV-Sender, hat sich bisher weder zum Startthemen der Jane Mimin, noch zur allgemeinen Fortführung der Serie geäußert. Zwar verzeichnete die humorvolle Geschichte der katholischen Latina, die unerwartet schwanger wurde, über alle Folgen hinweg keine Zuschauerrekorde, allerdings heimste die Story einige hochkarätige Preise ein. So gewann für ihre Hauptrolle einen Golden Globe. Zusätzlich nutzt sie das Rampenlicht und setzt sich bei Sendern und Autoren dafür ein, dass für lateinamerikanische Schauspieler endlich mehr anspruchsvolle Rollen geschrieben werden sollten.